Also was ich versuche ist, jedem Coaching, das ich mache, jeder Beratung, ich nenne das immer den Black Swan-Effekt auszulösen. Also ein Paradigmenwechsel im Kopf, die Leute denken, es gibt nur weiße Schwäne oder dachten lange Zeit, es gäbe nur weiße Schwäne, dann kam jemand aus Australien mit schwarzen Schwänen und das war so im Kopf, die Erde ist keine Scheibe, sondern die Erde ist eine Kugel. Also wirklich so ein dramatischer Wechsel im Denken und diesen dramatischen Wechsel im Denken will ich auch in den Köpfen der Menschen hervorrufen. Das heißt, Menschen haben Impulse, zum Beispiel wenn ich als Selbstständiger keine Lust auf einen bestimmten Job habe, dann fange ich an, diesen Job schnell abzugeben. Ja, also ich habe keine Lust auf Vertrieb, also suche ich jemanden, der gut Vertrieb kann. Das ist der menschliche Impuls. Ich will das nicht machen, ich kann das nicht machen, ich suche jemanden, der es macht. Ist aber genau der falsche Impuls. Also es ist 180 Grad das Falsche. Und hinzugehen und diese Impulse umzuwandeln in die richtigen Impulse, im Coaching und in der Beratung, das ist eigentlich mein Ziel. Deswegen heißt es Black Swan, also es gibt nicht nur weiße Schwäne, es gibt auch schwarze Schwäne, diesen kompletten Paradigmenwechsel im Kopf hinzukriegen. Also es gibt eigentlich drei Kundengruppen. Die erste Kundengruppe sind ganz klassische Gründer, also Startups, Gründer, Leute, die eine Geschäftsidee haben, die noch nicht wissen, wie sie aus dieser Geschäftsidee jetzt ein Geschäft machen. Entweder fehlt ihnen das Geld oder es fehlt ihnen der Wachstumspfad dahin oder es fehlt ihnen grundsätzlich auch diese Schärfung von ich habe hier eine Idee hin zu ich habe hier eine Geschäftsidee, die auch wirklich Geld verdienen kann. Das ist die erste Kundengruppe. Das sind auch klassische Themen, da sind Finanzierung und eben Geschäftsideenmodellierung, Geschäftsmodellmodellierung. Die zweite Kundengruppe sind klassische Selbstständige, also nicht die Unternehmer, die schon Angestellte haben, sondern die Selbstständigen und die halt letztendlich wachsen wollen mit ihrer Firma. Die haben vielleicht ein nettes kleines Business, in dem sie alleine arbeiten, mit dem sie ganz gut Geld verdienen und die jetzt auf die Idee kommen, ich könnte aber mehr machen, wenn ich mehr Leute hätte. So, den Leuten helfe ich im Prinzip, diese Kraft, die sie jetzt schon haben, auch diese Liquidität, die sie schon erzeugen in Form von Umsatz, umzuwandeln in Firmenwachstum. Und die dritte Gruppe, das sind Geschäftsführer und Vorstände von größeren Unternehmen, die letztendlich auf einer Ebene gecoacht werden, die halt auch ganz andere Probleme hat. Man sagt immer, it's lonely at the top. Das heißt, oben als Geschäftsführer hat man niemanden, mit dem man sprechen kann. Man hat niemanden, mit dem man mal Ideen austauschen kann. Das wird immer sofort als Schwäche ausgelegt. Und diese Leute brauchen so Leute wie mich, die eben unabhängig sind, die nicht im Kontext des Unternehmens oder des Konzerns agieren, sondern die auch nicht versuchen, mit ihnen in Wettbewerb zu treten, sondern denen man einfach helfen kann und die mich nicht als Gefahr ansehen, sondern eher als Hilfe. Also ich sage immer, ich bin die Glaskugel. Ich kann in die Zukunft gucken. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn jemand zum Beispiel mit einem Startup zu mir kommt und glaubt, dass bestimmte Dinge passieren werden, weil er bestimmte Dinge tut, dann kann ich ihm ziemlich genau sagen, also es gibt in der Informatik, gibt es sowas, ein Decision Tree, also Entscheidungsbaum. Das ist ein großer Baum, der entsteht, wenn man von einem bestimmten Punkt ausgeht und dann die verschiedenen Entscheidungszweige geht, die man gehen könnte. Ja, also tue ich das nicht, tue ich vielleicht, tue ich es irgendwie anders. Daraus geben sich wieder neue Entscheidungen und daraus entsteht irgendwann so ein Baumkonstrukt. Und in meinem Kopf ist dieser Baum. Das heißt, wenn Leute zu mir kommen und mir irgendwas erzählen über ihr Startup, dann kann ich ihnen sagen, wenn du jetzt diesen Pfad verfolgst, endet das da, weil ich das Ende des Baums schon kenne. Ja, die Leute, die zu mir kommen, kennen im Prinzip immer nur den Punkt, an dem sie stehen. Aber ich kenne den ganzen Baum, weil ich den ganzen Baum schon zigmal gesehen habe. Ich habe mein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht, als diesen Baum immer wieder aufzubauen, immer wieder größer zu machen, immer weiter an die Grenzen zu kommen und jede Entscheidung, die man machen kann, auch gemacht zu haben, sowohl die guten als auch die schlechten. Also ich sage immer, ich gucke in die Zukunft. Das ist das eine. Also ich kann den Leuten sagen, was passiert, bevor es passiert. Also eine Menge Zeit, Ärger und Geld sparen und eben wirklich auf diesen geraden Pfad setzen. Und zum Zweiten kann ich die Leute anleiten, auch das zu finden, was sie wirklich tun wollen. Also viele Leute kommen halt mit einer Geschäftsidee, die gar nicht ihre Geschäftsidee ist. Die haben eine Idee, die ist vielleicht auch ganz nett, aber sie passt gar nicht zu ihnen. Das ist auch nicht das, was sie langfristig machen wollen. Und ich habe selbst in meinem Leben ganz viele von diesen, ich nenne die immer Hit-and-Run-Projekten gemacht. Man macht die eine Zeit lang, ein paar Wochen, dann stößt man auf die ersten Hindernisse und dann merkt man sehr schnell, eigentlich ist das nicht das, was mir eigentlich gefällt. Und ich habe jetzt eigentlich auch keinen Bock mehr, noch ein Hindernis zu überwinden. Aber die Dinge, die man mit Leidenschaft tut, wo das, ich sage immer, das Warum stimmt, das sind die, wo man durch jedes Hindernis durchläuft und weiter 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 und bleibt nicht stehen. Und das sind die richtigen, das sind die guten Sachen. Und die will ich aus den Leuten rausholen. Und dann werden das gute Unternehmen, dann werden das gute Ideen und dann sind die Leute auch glücklich. Und darum geht es im Kern. Ja, also ich glaube, der wichtigste Punkt ist, und das sehe ich ja daran, dass viele meiner Mandanten auch Unternehmensberater und Coaches sind, dass ich einen anderen Blick auf die Sache habe. Ich habe halt diese tatsächlich 25 Jahre Praxiserfahrung und habe das alles selber gemacht. Die meisten Coaches und Berater, die ich kenne, kommen halt klassisch aus dem Konzernumfeld, haben da eine Coaching-Ausbildung bezahlt bekommen von ihrem Unternehmen und machen sich jetzt selbstständig als Coaches, kennen ihren Teilbereich, was ich Marketing, Vertrieb, wirklich sehr, sehr gut, aber haben eigentlich diesen ganzen Rundumblick nicht. Die kennen nicht den Weg, den man wirklich gehen muss.
Was sich auch darin widerspiegelt, dass sie zu mir kommen, um sich zeigen zu lassen, wie man denn jetzt wirklich mit dem, was man macht, erfolgreich ist, wie man es verkauft. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und das ist vielleicht der zweite wichtige Punkt, mir geht es halt dabei nicht ums Geld verdienen. Mir geht es darum, den Leuten zu helfen, die an demselben Punkt sind, an dem ich früher als Kind und Jugendlicher war, nämlich eine Idee zu haben und nicht zu wissen, wie man die umsetzt. Vielleicht fehlt auch nur ein bisschen Geld, vielleicht fehlt nur ein Impuls, vielleicht fehlt ein bisschen Motivation. Das ist das, was glaube ich, mich als Coach und Berater ausmacht und was Black Swan in sich ausmacht. Wir haben halt nur Coaches, die ausgewählt sind, nicht auf ihrer fachlichen Kompetenz, ja, das kriegen die beigebracht, sondern auf ihrer, nennen wir es mal, interpersönlichen Kompetenz. Das sind einfach gute Leute, die gleiche Motivation haben, die selber an dem Punkt schon gewesen sind. Alles nur praxiserfahrene Leute, die alle auch immer noch selbstständig sind, eigene Firmen haben, die eben die Schmerzen und die Probleme von jemandem, der zu uns kommt, auch genau kennen. Und das ist, glaube ich, der ganz, ganz krasse Unterschied zu allen anderen Unternehmensberatern. Also es geht bei uns nicht darum, jedes Beratungsgespräch in ein Verkaufsgespräch zu verwandeln, sondern bei uns geht es darum, jedem Beratungsgespräch einen Schritt weiterzukommen. Also es gibt ein paar schönste Erlebnisse mit Black Swan, die ich gehabt habe. Das ist natürlich immer dann, wenn Leute, die schon lange nach ihrer Berufung suchen, sozusagen nach dem, was sie machen sollen, dann am Schluss rausgefunden haben, was es eigentlich ist. Also das war eigentlich eines der schönsten Erlebnisse, ist eine Mandantin, die über eine sehr, sehr lange Zeit nach dem gesucht hat, was sie machen soll, ganz viele Ausbildungen zusätzlich gemacht hat, sehr viel Geld investiert hat, auch in diese ganzen Ausbildungen, aber am Ende immer noch nicht schlauer war, ja, immer noch nicht wusste, was soll ich jetzt tun. Alles, was sie angefangen hat, hat für sie nicht gepasst und nicht gestimmt. Und jemandem das zu geben, und der weiß dann, was er machen will, und er weiß das mit hundertprozentiger Sicherheit, und er will nichts anderes in seinem Leben mehr tun, das war ein schönes Erlebnis, und das sind immer noch schöne Erlebnisse, die kommen halt regelmäßig. Und jetzt so in diesem Wachstumsgeschäft mit Selbstständigen, die halt diesen nächsten Schritt machen wollen, ist es immer schön zu sehen, wie jemand wächst und erfolgreich ist. Also wie er sehr strukturiert und organisiert Mitarbeiter einstellt, da Dinge zustande kommen, das Ganze wächst, er mehr Umsatz macht und man halt wirklich sieht, also das Schönste ist eigentlich, man sieht, jemand ist alleine gestartet und am Ende steht er da und hat eine große Firma mit vielen Mitarbeitern. Das ist sowas, wo ich total Spaß dran habe, wo ich mich total dran freuen kann, wo ich jedem den Erfolg, den er da hat, gönne und mich total auch darin irgendwie verlieren kann, das zu sehen und anderen Leuten das als Beispiel zu geben. Und das sind halt die wichtigen Momente. In diesen höheren Coachings mit Vorständen und Geschäftsführern ist es halt so, dass die Leute ganz oft in diesen Strukturen in Konzernen gefangen sind, nicht so genau wissen, gerade die jetzt gerade neu anfangen, also die als Geschäftsführer zum Beispiel jetzt neu eingesetzt werden, die in so einer Situation sind, jetzt haben sie plötzlich die Macht, aber mit der Macht kommt auch große Verantwortung, ja, und das ist wie bei Spider-Man. Und dann haben die erstmal Angst, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, weil sie denken, jede Entscheidung, die ich jetzt treffe, ist so schwerwiegend, dass ich das ganze Unternehmen crashen kann. Und das stimmt ja vielleicht sogar. So, und den Leuten das Selbstbewusstsein zu geben und auch klar zu machen, dass sie die Freiheit haben, aber letztendlich auch Leute einbinden können, ihnen zu erklären, wie Teamentwicklung geht, wie Strukturen funktionieren, wie solche Dinge funktionieren. Das ist für mich in dem Bereich total entscheidend und schön zu sehen, wenn Leute über sich hinauswachsen. Also Leute, die über sich hinauswachsen, ist sowieso so ein grundsätzliches Thema, was im Coaching und in der Beratung bei uns, also mein regelmäßiges Ziel ist, dass die Leute mehr sind und mehr können und mehr wissen, als bevor sie zu uns gekommen sind. Ach, keine Popel in der Nase. Ja. Popelcheck. Achso, das ist die Aufnahme. Das ist...